Ja, wir beiden sind natürlich mega stolz, dass wir nun Namensgeber des Stadions sind. Das Highlight wird natürlich dann das Stadiondach sein, wenn dann der Schriftzug auf dem Dach steht und ja, zu beiden Seiten dann auch zum Maschsee und zum Nordeingang dann sichtbar ist. Das ist schon toll, weil das ist am Ende des Tages ja der Eyecatcher. Und das macht das ganze Paket dann eigentlich auch erst so richtig rund und sorgt eben auch dafür, dass das Stadion dann auch wirklich als solches, als Heinz- und Heiden-Arena erkannt werden kann. Ja, ich glaube, nicht nur Herr Mensching ist ganz gespannt, wie das Ganze am Ende auf dem Dach aussehen wird. Wir alle sind gespannt, ich bin es vor allen Dingen auch, ganz aufgeregt. Ihr seht, die Buchstaben stehen hier schon und die müssen jetzt oben aufs Dach. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einmal hoch, oder? Wir werden das jetzt so machen, dass wir die Buchstaben, die angeliefert werden vom LKW, werden unten ausgepackt, da sind Kranösen dran, wir haben einen großen Faltkran da, wir hängen die Kranösen ein, in der Zeit sind zwei Monteure oben, unten steht einer, oben stehen zwei und dann werden die hochgekrant, die sind mit Funk verbunden und dann gibt es feste Positionen, die sind vorher angezeichnet, wo die Buchstaben hinkommen, die Bogen sind vorbereitet und dann braucht der Monteur oben eigentlich nur noch diesen Buchstaben anzuschrauben, was sich jetzt so leicht anhört, aber man läuft da oben mit Gurtzeug und all so ein Kram rum. Das ist alles ein bisschen umständlicher, als wenn man es auf dem Boden macht, aber es funktioniert. Ein Schriftzug auf ein Dach zu setzen, ist normalerweise kein Problem. Ein Schriftzug auf dieses Dach zu setzen, ist mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Und zwar deshalb, weil dieses Dach eine sehr komplexe Konstruktion hat. Weil es sich um ein dreidimensionales Gebilde handelt, das nicht, wenn Sie sich dieses Dach mal ansehen, nicht symmetrisch ist. Jede Strebe hat irgendwo andere Lasten. Und das ist eine verhältnismäßig aufwendige statische Berechnung. Wir sind auf dem Stadiondach, ganz aufregend. Der Weg hier hoch war schon sehr spektakulär. Ihr habt ihn gesehen. Und jetzt sehen wir, die ersten Buchstaben sind auf dem Stadiondach. Was soll ich sagen? Es ist ganz spannend. Und wir gucken jetzt einfach mal weiter, wie die Jungs fleißig die nächsten Buchstaben aufs Stadiondach bringen. Wir haben heute noch Großes vor. Der Norden und der Osten soll heute nämlich noch fertig werden. Wenn man einen Auftrag für Hannover 96 oder für seinen Verein macht, hat man, ich glaube, einen doppelten Anreiz, dass alles funktioniert. Man ist schon sehr dahinterher, man weiß, wie eng die Termine gelegt sind, welche Zeiten man dazwischen hat. Es macht einen schon ein bisschen nervös. Der Stahlbau jetzt ist uns schon bekannt. Wir haben sowas schon auch auf Stadiondächern schon gemacht. Daher ist das ein bisschen mehr in Routine übergegangen. Aber es ist sowieso immer was Besonderes, für seinen Herzensverein zu arbeiten. Tada! Das Stadiondach ist fertig. Es ist ganz aufregend. Wir sind alle ganz glücklich und dankbar, dass es jetzt fertig ist. Es war ein ganz, ganz aufregendes Projekt mit tollen Menschen an unserer Seite, ohne die wir es natürlich auch nicht geschafft hätten. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und jetzt gilt es, mit vollem Elan den nächsten Heimspielen entgegenzublicken. Das erste steht vor der Tür. Die drei Punkte in der Heinz-von-Heiden-Arena sollen eingefahren werden. Und ja,
Damit heißt es für uns, wir verabschieden uns. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, den Umbau der Heinz von Heiden Arena mit begleiten zu können. Und wir sehen uns beim nächsten Heimspiel.